aber lass uns mal. Wer brummt nicht hier so vor sich hin? Lass uns jetzt mal zwischen D und E 3 da zur nächsten Mine. Zwischen D und E. Alles klar. D und E 3, mach mal. Wir folgen dir unauffällig. Passt bitte auf, ihr habt auch Fallschaden, wenn ihr irgendwo runter. Ja, das habe ich gemerkt. Habe ich beim Haus ja schon gemerkt. So war. Wir können hinter, wenn wir richtig gestillt sind, können wir 3 Wandhöhen hochspringen aus dem Stand. Echt? Ja. Okay. Wir können auf die Häuser hochspringen. Nein, wie deswegen cool. Häuser hochbauen und von oben offen lassen. Oh, da ist ein NPC. Ah ja, komm her. Komm her. Ich brauche eine neue Mütze. Ich will eine Mütze. Gib mir deine Mütze. Ich will die Mütze. Wenn ich oh, du hast ihn mir meinen Zylinder dann haben? Genau, Maddie kriegt jetzt einen Zylinder. Hier. Was will ich denn Stone mit einem Zylinder? Was Kopfbedeckung. Denn? Los. Da. Ey, heißt ich hier euer Fifi oder was hier? Fifi. Nicht? Fifi. Beifuß. Warum hat der die rosa Hose angekriegt? Die lila Hose? So, wo geht's weiter? Lass ihn doch. Das Problem ist halt, es können alle gleichzeitig looten. Ist nur ein bisschen doof, wenn da ein Rüstungsteil ist und alle drei wollen das haben. Ne? Also ja. Sollten uns das schon ein bisschen. Obwohl Bubs, wir haben jetzt ja so viele Klamotten. Da hinten müssen wir hin. Ah, diese Richtung. Am besten sind die gelben Sachen, die meistens die dicke, die Maddie anhat. Oder der andere Typ, der da auch so aussah wie ein Bulle. Die passen mir ja nicht. Ja, doch, die kriegen wir. Da passt ja dreimal rein, du. Ja, doch, die schrumpfen beim Anlegen. Genau, einmal heiß waschen, schon passt das. Ja, das passt dann. Ja, ja, genau. Bekommen wir hier auch ein Moped, ja? Ein Moped nicht, aber einen Buggy können wir bauen. Und ich will ein Moped. Da möchte ich nicht spielen. Ich will. Au! Ich will ein Moped. Hörst du auf mich zu schlagen, du Drecksball? Oh Gott, da hier ist sie, guck mal. Alter, wer knurrt denn hier so? Das war der Typ hier. Der Zoververschnitt. Oh, was ist denn da? Guck mal. Oh, da ist ein Rucksack drin, wenn noch einer einen braucht. Ja, ich hab. Oh, ha, schön wie der Neger auf die Neger gerade geht. Oh, hey, du blöder Hund, hast mich da. Sag mal, ist doch nicht zu fassen. Oh, bleib mal hier stehen hier. Sag mal, ist hier die Mine? Gefällt dir Nee, die Mine kommt. Gefällt dir das? Übrigens, so sehen die Zementbauten aus. Und die müssen wir wegsprengen. Ups. Die kann man nur wegsprengen. So, wo ist denn jetzt die Mine? So, ich habe eine Schallplatte gefunden. Ne? Oh ja, das ist cool. Aufheben. Grüne Turnschuhe. So, grüne Turnschuhe habe ich. So, ich bin auf dem Weg zur Mine. Oh, was ist das? Da ist schon wieder ein Gebäude vor. Oh, guck mal. Aber da kommst du auch rein. Ey, das ist ja cool. Die haben hier ein Waffen- und Munitionsgerätteil hier. Au, wer hat mich denn jetzt geschlagen hier? Ich nicht. Der hier. Ja, wo bist du denn? Au, ich bin fast tot. Wo seid ihr denn, verdammt? Ja, dann warte doch mal auf uns. Wenn du immer nach vorne rennst, da können wir doch nichts dafür. Und dann da. Ja, gell? Wo ich liege hier direkt vor der Höhle. Mit vollem Loot in der Tasche. Wo mit dem Loot in der Tasche. Respawn. Wo ist denn der? Direkt hier. Der NPC ach, war direkt hier. Ja, ich bin jetzt gerade hier vorne auch gespawnt. Hier an der Höhle? Nee. Ja, doch. Höhle. Alter! Ja. Ich bin hier an der Mine, aber hier ist ein NPC. Hallo NPC, mein Freund. Du hast eine schöne Mütze, die will ich haben. Ich hör doch mal auf, jetzt lass ihn doch mal den leben hier. Ich will das für meinen Körper. Lass ihn doch mal hier leben. Ach nee, das kann ich nicht nehmen. Na gut, dann nicht. Alles nehmen geht nicht. Boah, das ist ja witzig, aber wir hatten hier die Minen so zugebaut und so. Das ist ja die ganz Spieler böse. Bauen ja alles zu. Ach scheiße, ich muss das mal meinen Rucksack anlegen. Ich will haben eine Mütze. Ach nee, ich habe ja schon einen Helm auf. Jo, sind wir meiner. Ja. Wir brauchen eine Mütze. Ich muss jetzt mal meine Sachen hier aufheben. Was liegt denn? Kann ich meine Sachen bitte aufheben? Danke. So. Dummes Spiel. Mann. So, hier ist ein Eingang. Ach hier. Nee, da ist keiner. Das ist keine Mine. Was ist denn das sonst? Ach, sicher ist das eine Mine. Mit da, die habe ich noch nicht gesehen. Eine Mine. Ach, eine Mine. Ja. Haben wir hier auf in den Bergbau. Der hat in der Mine. Ja, weißt du, warum er das hier gebaut hat? Weil da oben auch manchmal eine Ader hängt. Das ist übrigens der andere Bau. Die andere Bauweise.
Und was ist hier? Ein schwarzes Loch oder was? Ja, ja, da kannst du runterfallen, aber ich, da ich ja noch mehr mitnehmen möchte, laufe ich meistens. Und spring da nicht runter, außerdem kannst du Fallschaden, wenn du da runterspringst. Aha. Aha. Ah. Ich weiß zwar nicht, wo ich bin, aber. Alter! Na toll, hier war ein Riesenloch. Habe ich gerade drüber geredet. Oh, wir laufen. Der hat mitten in der Mine hat der ein Ding reingebaut. Wie kommst denn du hier? Was? Oh. Hey, was ist denn das hier? Der hat hier alles zugebaut. Opa. Boah, ist ja mega, hä? Mega. Also das sollten wir vielleicht mal Olli sagen, dass die das Bauen in der Mine eventuell mal. Und warum ist hier alles so rot? Das ist Licht. Und woher hat der so ein rotes Licht? Ich will auch ein rotes Licht, da können wir einen Puff aufmachen. Diskothek. Wenn die Sonne aufgeht, dann scheint die, das Licht auf die Wand. Ach, ich bin gleich tot, deswegen. Meine Fresse. Ach, du hast nichts gegessen, wa? Ja, ja. Ich war da unten schon eigentlich ein Sack im Raum? Da war ein alter Sack im Raum. Nein, ob der nicht auf dem Blatt war, sondern auf der Loot-Sack um die Ecke war. So, ich habe jetzt erstmal ganz viel Beeren gefressen. Ich gehe mal gucken. Ich kenne ja die Ecken. Doch, hier liegt einer. Der liegt ja, das hier ist übrigens die andere Art Höhle, Zova. Was? Oh, das hier ist übrigens die andere Art von Höhle. Es gibt Zova, diese zwei Modelle. Das ist die andere Art, ja. Was ist draußen? Böse oder was? Dunkel. Dunkel. Da würde ich jetzt nicht rausgehen. Schisser. Schisser. Ich habe auch noch eine Taschenlampe. Ach, Taschenlampe. Seid ihr jetzt? Seid ihr ich noch bin noch Hülle? Unten, ich bin noch mal zurückgelaufen gerade und hab geguckt, ob da ein Sack ist. Es war ein Sack. Draußen der vom Sack. Wald komm ich her. 11 Nägel habe ich aus dem Sack rausgeholt. Aha. Wie viele Zwerge mussten denn dafür sterben? Viele. Aber dass sie eine Mine bauen können, das gefällt mir irgendwie gar nicht. Nur ist doch schön, ne? Kann man hier. Ja, warum eigentlich soll. Ne, Minenbau finde ich nicht. Ich finde es schon schlimm genug, dass sie die Minen zubauen können. Zuba, hier bin ich. Zuba steht hier im Holz. Guck mal, wie sie alle hier im Häuschen stehen. Die nächste Mine ist gar nicht weit. Sollen wir hinlaufen? Ich habe noch ein Outfit, das muss ich noch mitnehmen. Du hast ein Outfit? Ja, das ist blau. Das matcht. Ja, komm, dann esse ich mal eben hier was. Na ja, komm, schnell, Bewegung, Bewegung, komm, 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 lauf, 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 komm, komm, komm. So, wo ist denn die andere? Oh, hier ist das, oh, so tief, ouch, Mist. Ja, da musst du aufpassen. Nein, du bist zu spät. So, warte mal, ich weiß nicht, ob unsere Maddie hinterherkommt. Oh, 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 Fräulein, Alter, also, hab ich den jetzt nicht voll Kreuz gekriegt. Ach, jawohl, Level up. Maddie, einer von Maddie. Euch hat, du hast... Maddie kommt an und haut mal drauf und ist Feierabend hier. Ja, ja. Dann hat die hier ja, Asche, hat Asche auch, am Karton. Maddie hat mir auch gerade das halbe Leben weggeprügelt. Ihr könnt euch da verletzen, wir sind auf dem PvP-Server. Ne? Siehst du, weil die ist typisch, ne? Typisch. Also du hast mir gerade das halbe Leben weggerotzt. Ich hab Schuhe. Ach, ich hab Schuhe. Ich hab da nichts dazu gesagt. Ich weiß von nichts. Ich weiß von nichts. So. Dann lass es ein bisschen langsamer laufen. Du hast eine hässliche Mütze auf, deswegen. Das war jetzt die Wache dafür, dass lieber, du meine Mütze an hast. Lieber ein bisschen leben als gar nicht. Ja. Wie weit ist das weg? Also mit euch beiden in der Apokalypse wäre sicher lustig. Ist es doch auch. Ja. Eine richtige. Ich glaube, wir würden dich als erstes essen. Nein, Mahlzeit. Und dann würden wir knobeln. Dann fangen wir an und zerschneiden uns gegenseitig Stück für Stück. Ja, ja. Also ihr beiden würdet wahrscheinlich erstmal das tiefste Loch also graben, was es gibt. Also weißt du was, deine linke Hand, die war echt nicht gut. Ja, genau. Also ihr beiden würdet euch erstmal kilometerweit unter die Erde buddeln. Hm. Auf jeden Fall. Ihr beide ja. Aber 100%, das ist sowas von sicher. hier ist auf jeden Fall irgendwie eine Höhle, müsste da sein. Ja, ja, hier vorne müsste, da wo wieder gebaut wurde, da vorne. Oh, hier, direkt bei mir vor der Tür. Vor der Tür? Ja, sozusagen, ich bin schon da. Du bist da, das ist schön für dich. Ja, das finde ich auch. Wer wohnt denn hier? Hallo, klopf, klopf. Hallo. Klopf, klopf. Ich wollte mal kurz zu Hause? Ich schlag mal an. Ich schlag mal an. Wir gehen schon mal spazieren. Ich komme da nicht rein. Ja, du musst crouchen. Wo war denn nochmal crouch bei C? 1, 2, 3, 4.
Geht nicht. Als wenn jemand 1, 2, 3, 4 nehmen würde. Ja, mein... Wie kann ich mich bücken? Mit C. Das Kreuz rund machen. Gut, danke schön. Oh. So. Ich würde aber auch gleich sagen, dass wir dann. Ja, ich denke auch. Gleich das Haus gleich noch fertig machen, dass da keiner so reinkommt. Und dann machen, würde ich den ersten Block, genau. Ja, würde ich sagen, weil das ist ja. Oh, hier ist Magnesium drin, das ist super. Manganat. Manganat? Nein. Ich habe Operoluxlozo-Dings gefunden. Was aber mein hast du gefunden? Tori-Lili ist voll. Oh, ich habe Fleisch gefunden. Scheiß auf die Hütte, bräuch ich nicht. Nein, was liegt hier rum? Copperwire. Copperon? Was ist das denn? Das habe ich auch. Kupfer, also. Hey, da müssen wir das auch noch mitnehmen. Irgendwie müssen wir Kupfer. Metall und Kupfer ist ganz wichtig. Metall und Kupfer, was haben wir denn hier? Tools. Ja, siehst du, du was brauchst uns. Alles rum. Wir haben das warte, komm, ich nehme das mit. Kannst du das mitnehmen? Ja, ja, links, ich habe. Rechts, auch... rechts, links, links, weißt rechts. Du, dann helfe ich ein bisschen hier und dann muss es aufsammeln. So. Was ist hier noch? Hier ist nichts, weil es leer. Ich habe mich verlaufen. Oh, ich bin wieder draußen. Ja, dann warte draußen auf uns. Hilfe. Die Erwachsenen kommen gleich. Hilfe. Ja, Mama. Ich bin von alleine. Oh, ich höre hier komische Geräusche. Ich gehe mal wieder ein bisschen in die Höhle. Man hört hier nachts immer Geräusche, ob jemand da ist oder nicht. Mir scheißegal, ich höre Geräusche. Du hörst Schüsse, obwohl keiner da ist. Das ist gewollt. Das ist vielleicht der böse schwarze Mann. Da steht er zitternd vor dem Ausgang. Und ich will da nicht mal. Warte mal. Die hängen da aber so komisch. Alles gut bei ihnen. Aber du hängst da genauso, Zoma. Echt? Mmh. Oh. Ist das vom Crouchen? Soll ich auch mal crouchen? Ja. Sieht genauso aus. Oh. Bücken. Rücken krumm machen. Aha. Sag mal, wer hat denn sich so einen Scheiß hier einfallen lassen? So, können wir jetzt gehen? Wir können. Sag mal, wieso komme ich hier jetzt? Hier schreit einer. So, Richtung Hause. So, machen wir mal einen Brief. Wo sind wir denn? Ach du Scheiße, wir sind ja am Arsch der Welt. Wo ist denn der? Ach, wo ist das zu Hause? Wir müssen immer geradeaus laufen. Immer, also jetzt so wie wir sind, immer geradeaus. Ich komme hier nicht raus. Du musst Rücken krumm machen. Und dann ja, geht. Mach ich, aber ich komme die Stufe nicht hoch. Ja, das kann ich dir sagen, weil du nämlich in der Stufe hängst. Also sie hängt jetzt schön mit der Oberweite in dem Holz drin, gell? Siehst du das? Weil ich komme hier nicht hoch. Auch mit krumm. Ich kann hier oben, ich kann nicht springen, wenn ich am Crouchen bin. Wie lange dauert das abzubauen? Das Holz kannst du gar nicht abbauen. Echt nicht? Nee. Das musst du wegspringen. Nee. Echt? Hol mal Dynamit. Oh, Tana, bist gefangen. Ich glaube, das. Soll dir was zu essen bringen? Ich komme hier nicht hoch, ich kann nicht springen, wenn ich crouche. Also du schaust dann so aus, als ob du im Holz drin hängst, ja? So bis zur Oberweite. Wieso, ich bin da auch rausgekommen. Also irgendwie. Ich kann da nicht hochspringen. So. Ja? Ging nicht. Jetzt hängst du in der Wand. Die Sonne geht auf. Ich bin in der Wand. Autsch, deswegen war das so eng. Ich habe mich schon gewundert. Ach so. Denkt ihr beide in der Wand? Ich komme da nicht. Ja, ich komme da nicht hoch. Ja, super. Jetzt seid ihr beide da rein. Soll ich jetzt auch noch da reinkommen? Ja, genau. Und der Zufall ist jetzt im. Der Zova ist jetzt im Ding hier, im Stein. Ja. Hops. Komm schon raus hier. Komm, los. Ey. Weil eigentlich musst du ja auch im Crouch springen können, aber ging nicht. Wer hat denn sich sowas Blödes hier ausgedacht? Also ehrlich. Ja, blöd. Das ist unmöglich, sowas. Sowas Blödes, also ehrlich. Also, ja, eine Arschkarte, ne? So, ich bin draußen und jetzt sagt nicht, ich soll euch Essen bringen oder so. Ich habe Essen in der Tasche, aber wir kommen nicht raus. Ich war draußen, jetzt bin ich wieder drin. Na super, ich bin auch im Nagel, ne? Was bist du? Ich bin rausgelaufen, ohne nachzudenken. Ja, wieso klappt das jetzt? Die ganze Zeit. Ich komme ja auch an dir nicht vorbei. Okay, ich gehe mal einen Schritt zurück. Und, Weil ich. Du kommst hier halt. Ich komme zwar hier an die Decke, weil ich crouche, kann ich nicht mehr springen. Crouching. Das dürfte ja auch nicht sein. Du müsstest ja eigentlich hochspringen können. Hopp, hopp. Ne? Aber sobald du springst, stehst du auch auf. Also sobald du läufst, machst du das genauso, ne? Ach genau, hier mach das mal, versuch das mal gleichzeitig.
C und Leertaste vielleicht? Gleichzeitig. C und Leertaste ja, gleichzeitig. Ja, habe ich doch schon. Die ganze Zeit. Bei mir funktioniert. Bei mir funktioniert ja gar nichts. Ja, die Spuck. Die hockt sich nur hin. Ich versuche nochmal. Oh, jetzt will ich wissen. Jetzt. Mit Anlauf. Beim fünften Mal. Und jetzt mal. Beim tausendsten Mal. So, ich würde sagen, wir laufen nach Hause, wa? Ja, würde ich sagen. Einmal Mutantenstatus und ab nach Hause rennen. Oh. Mit der Pumpgun. Wenn so war, dann draußen. Bank bist du dann draußen? Nee. Aber ich bin jetzt bei. Weg. Ich bin bei. Also ich bin am Üben. Wie war das gerade? Mach beides. Genau, mach beides. Das mach mal die Tipps, die du mir gerade genannt hast. Genau, das hat doch funktioniert. Das hat doch funktioniert. Warum funktioniert es denn nicht? Hm? Warum nicht? Die haben hier einen Tisch in dem Haus stehen. Siehst, und sowas. Man kann hier nämlich gucken. Erst springen und dann runter. Hallo, durch die Holzbalken, man kann hier reingucken. Das ist cool. Kannst du sehen, was da drin ist. Echt? Toll, man sieht doch so extrem viel. Ja, ist toll. So, ich mache jetzt mal einen Status an und renne nach Hause. Ich auch. Ich renne erst zum Strand und, Strand dauert zu lange. Wir laufen querbeet, komm. Mutant an und go. Genau. Wir einfach sind rennen. Der Mutant. Einfach rennen. Wir treffen uns zu Hause. Wenn ich das finde. Ist doch markiert auf der Karte, auf der Map. Ja, aber da müssen wir die Map immer aufmachen. Das ist doch voll kompliziert für uns. Das verstehen wir doch nicht. Ist auf der Karte markiert? Ich hab's eigentlich markiert. So war. Komm jetzt. Nee, ich kann nichts sehen. Scherteam. So. Da. Oh ja, jetzt sehe ich das. Ey, da ist unser Home Sweet Home. Brillant. So, und jetzt immer Mutantenstatus und rennen. Einfach rennen. Ich will nach Hause. Hause. Aber passt auf, dass er nicht so runterstürzt, weil das tut. Oh, ich habe noch was anderes gefunden. Wenn ihr die Tab-Taste drückt, hier die Tab-Taste, dann seht ihr, wer gerade aktuell hier auf dem Surfer ist. Surfer? Surfer. Mhm. Oh, wie slide ist durch die Wand hier. Sehr gut. Ich habe keine Lust auf Gäste. Ja, hau mich nur hin. Ich lauf nach Hause. Ich bin nicht da. Ich bin auch weg. Also, ne, sozusagen. Ich habe gerade einen NPC hinter mir. Ich meine, die Kleinen, das geht ja noch, aber... Da würde jetzt Astronaut dazu passen, gell? Ich heb ab. Genau. Nichts hält mich am Boden. Oh, da ist irgendwas hinter mir her. Was Großes. Das gefällt mir nicht. Irgendwas Großes? Ich glaube, ich bin schon voll am Haus vorbeigelaufen. Zum Glück habe ich Turnschuhe an. Das geht viel schneller. Ich bin viel schneller. Ja, das stimmt. Mit den Turnschuhen, da sind wir richtig on the road. Aktiv dabei. Ich traue mich jetzt mal umzuschauen. Oh, hier ist die Straße. Alter, du humpelst ja, bis du hier bist, ne? Alter, ich habe zwei auf der Hacke. Alter, was ist das für eine Riesenhütte hier? Hallo! Wer hat hier denn gebaut? Ich bin jetzt auch auf der Straße. Oh, und weiter. Ich bin verkehrt. Ich muss da links. Lauf! Forrest! Lauf wie noch nie in deinem Leben. Man kann die Karte gar nicht aufmachen, wenn man im Highspeed-Modus ist. Ja, leider. Highspeed-Modus? Scheiße. Müssen wir gleich mal gucken. Früher konnte man mit Enter hier ist noch einer. Oh Gott. Das Backmenü aufmachen. Ob das noch geht, weil dann kannst du da alles reinschreiben, was du dem Publisher sagen möchtest. Ach du Scheiße, ich hab jetzt voll verlaufen, ich bin am Arsch der Welt. Oh. Du bist zu Hause? Ich bin auch gleich da. Ey Leute, ich hab ein Problem. Ich auch, ich hab drei Leute hinter mir. Ja, ich hab auch Leute hinter mir und irgendwie hab ich mich jetzt voll verlaufen. Aber wenn ich sterbe, dann lieber zu Hause. Oh, ich bin zu Hause. Ja, dann haben wir es nicht weit. Also ich bin zu Hause. Lala, jetzt ist das gleich um die Ecke, glaube ich. Könnte mal bitte einer gucken auf der Karte, ob ich in die richtige Richtung laufe, weil ich möchte jetzt nicht unnötig einhaken. Das wäre ganz nett. Du musst ein bisschen weiter nach rechts. Okay, warte, jetzt so. Ah, da ist Hütte, ich kann Hütte sehen. Ja, yeah, noch ein bisschen weiter. Du kannst dich ja jetzt am Meer orientieren. Rechts und 2 Grad links und dann musst du da über den Stein. Rechte Hand. Weißt du? Thomas, ich finde das nicht lustig. Ich bring Gäste mit, Alter. Ich bin sowas von aktiv Gäste mitbringen hier. Gäste aktiv mitbringen. Da ist es doch gut. Einweihungsparty? Yeah. Willkommen, Freunde. Herzlich willkommen. Sucht euch einen Stuhl und los geht's. So. Stühle haben wir hier nicht. Wir machen nochmal die Tür rein hier. Das ist mal wegen schön. Ja, die Tür wäre ganz gut, glaube ich. Mach die Tür auf. Mach das wie 7 Days Today. Mach die Tür auf. Tür open. Tür close.
Nein. Lass die Tür auf, ey. Tür ist open. Ganz open. Also die Tür ist open. Boah, ich hoffe. Ich mach mal einen Code rein. Nee, hör auf, du machst jetzt keinen Code hier rein. Mach mal den gleichen, warte, ich mach mal die Codes. Ja, 7 Stellen. Ja, du hast ja den gleichen Code, weißt ja, kennst du was? Der Code. Obwohl, wir müssten eigentlich die Türen so öffnen können, als Clan. Gibt's hier auch Code? Ja, ich versteh's aber nicht, das ist schon sehr komisch. Hier, ich komm nach Hause, mach die Tür auf, schnell, mach die Tür auf. Ich hab Besuch dabei. Alter, wir haben 3 Nilpferde und hinterm Haus stehen. Wieso, ist Stoneman da? Mach die Tür auf! Du Arsch! Mach die Tür auf! Mach auf! Nein, ey! Mach die ganze Code rein! Mach doch mal die Tür auf, ey! Ja, komm rein! Die Tür ist doch offen! Hier an der Seite! Oh, Seite ist aber Schitte! Oh Mann! Ja, gut, okay. Solltest vorne die Tür aufmachen, Zova! Ich mach die mal so, zu. Jetzt. Oh Gott sei Dank! Zova, du stehst am Haus draußen. Ach nee, jetzt stehst du hier. Irgendwie waren die gar nicht hinter mir, die Typen, ne? Gut, okay. Und dann räumen wir den ganzen Schissel mal in die Kisten. Ja, den Schissel. Ach ja, so ist es. Zora kann das später mal aufräumen. Ja, genau. Ja, klar, der kann sowas machen. Da hat er wenigstens was zu tun, da ist er beschäftigt, ne? Ja. Aber die guten Sachen, da wir ja immer noch schutzlos sind, würde ich fast sagen, packen wir eher ins Inventar. Würde ich auch sagen, das ist sicherer. Ja, da packe ich mal das Magnesium und die Nägel lasse ich in der Schallplatte Disc One. Okay. Disc One. Schallplatte vor allem. Ja. Jukebox. Schallplatte. Ich habe auch Nägel. So, Stein packe ich hier mit rein. Holz. Ey, ihr habt Turnschuhe. Wieso habt ihr Schuhe? Aber ja, das sind denn die Nägel, die glänzen so schön, ne? Das ist bestimmt so Plastiküberzug. Aber schau mal her. Du hast auch so geile Schuhe, gell? Ich auch. Ich habe sogar grüne. Oh, jetzt kann ich meine Schuhe gar nicht mehr sehen. Meine Füße, ohne Scheiß. Ich kann meine Füße nicht mehr sehen. Nilpferd-Armee vor der Haustür. Ich glaube, ich habe zugenommen. Das waren die Bären. Jetzt mal ohne Scheiß, ich kann meine Schuhe nicht mehr sehen. Geil. Das ist geil, Mann. Ich kann meine Füße nicht mehr sehen. Das Beste an meinem Charakter finde ich immer noch die... Guck mal, ich kann mich selber boxen. Ich bin schwarz und habe weiße Arme. Ja, das haben sie noch nicht gepatcht. Ey, wenn ich mir selber auf die Titten schlag, dann kann ich die Spitzen von meinen Schuhen sehen. Ich weiß nicht. Ich boxe mich gerade selber. Ist das geil? Ja, ich würde sagen, das war für die erste Aufnahmeblog schon genug. Oh, Hilfe. Wie herrlich. Selber boxen, oder? Kann man das sehen? Ja, aber dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. So. Genau. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Jo, tschüss. Oh mein Gott.